Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Auf diesem Kanal werden wieder regelmäßige Horoskope hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Überfällige Entschuldigungen können unglaublich schwierig sein, vor allem für jemanden, der so eigensinnig ist wie ein Widder. Heute ist jedoch der richtige Tag, um den Mut aufzubringen, denn die Planetenaspekte sind so ausgerichtet, dass sie deinen Mut stärken. Anstatt zuzulassen, dass dich das Bedauern auffrisst, solltest du die Gelegenheit nutzen, dich mit der Person zu treffen, die du wiedergutmachen musst. Trotz der möglichen Unannehmlichkeiten wirst du zweifellos feststellen, dass du dich danach sehr erleichtert fühlst und inneren Frieden findest. Selbst wenn die andere Person zunächst nicht bereit ist, die Wahrheit zu sagen und ihre Reue zum Ausdruck zu bringen, wird dir ein Gefühl des Abschlusses geben. Der Schlüssel zum Erreichen deiner Ziele liegt in deiner Fähigkeit, ehrlich zu dir selbst zu sein. Wenn du dich deinen Zweifeln an deiner eigenen Willenskraft stellst, wirst du angenehm überrascht sein, dass deine Trainingsgefährten wie von Zauberhand auftauchen. Wenn du offen über deine Probleme mit dem Essen sprichst, erhältst du Zugang zu neuen Ansätzen und Strategien, die dir in der Vergangenheit vielleicht verwehrt geblieben sind. Wenn du deine Ängste und Unsicherheiten verheimlichst, führt das nur zu ihrer Verfestigung und macht dich letztlich unglücklich. Es ist an der Zeit, die Angst vor Lächerlichkeit oder Bloßstellung loszulassen und die Freiheit zu genießen, die mit Verletzlichkeit einhergeht. Wenn du geduldig auf den richtigen Moment gewartet hast, um nach einer Beförderung oder einer Gehaltserhöhung zu fragen, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um zu handeln. Die kosmische Energie bewegt sich zu deinen Gunsten, also nutze die Gelegenheit, um selbstbewusst die Beförderung einzufordern, die du verdienst. Vertraue auf deine Fähigkeiten und zeige denjenigen, die Macht haben, deinen Wert. Erliege aber nicht der Versuchung, zu Hause zu bleiben und nichts zu tun, denn die heutige Planetenenergie verlangt von dir, in die Welt hinauszugehen. Zieh deine beste Kleidung an und geh nach draußen, auch wenn es nur für eine kurze Zeit ist. Wenn du dich mit anderen triffst, wirst du garantiert eine schöne Zeit haben. Außerdem wirst du unweigerlich Menschen treffen, die deine Leidenschaft für die Geheimnisse und Mysterien des Universums teilen. Lass dich auf fesselnde Gespräche ein, die dein Wissen erweitern und deine Neugierde anfachen. Ein harmonischer Aspekt zwischen Lady Luna und Uranus verleiht der Atmosphäre eine lebendige und mitfühlende Energie, die uns alle ermutigt, zu feiern und uns gegenseitig zu unterstützen. Auch deine übersinnlichen Fähigkeiten werden in dieser Zeit gestärkt, sodass es der ideale Zeitpunkt ist, um Wahrsagewerkzeuge wie ein Pendel oder Tarotkarten zu erkunden. Denke nur daran, reinigende Atemzüge zu machen und deine Energie zu schützen, wenn du auf jemanden triffst, der weniger gute Schwingungen hat als du. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der heutige Tag für den Widder eine Chance für Wachstum und Transformation darstellt. Wenn du den Mut aufbringst, überfällige Entschuldigungen auszusprechen, ehrlich zu dir selbst bist und deine Ziele in Angriff nimmst, wirst du ein tiefes Gefühl der Befreiung und des Fortschritts erleben. Scheue dich nicht vor sozialen Unternehmungen, denn sie bergen das Potenzial für wunderbare Verbindungen und aufschlussreiche Gespräche. Vertraue auf die kosmische Energie, die dich unterstützt, und erlaube dir, zu strahlen. Nun ziehen wir noch zwei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung ein. Die Karte Rat des Schicksals oder auch Glücksrat steht für die sich ständig verändernde Natur des Lebens, den ständigen Kreislauf von Höhen und Tiefen und den Einfluss des Schicksals. Seine Symbolik erinnert an die Macht des Schicksals, an das Glück und an die Verflechtung aller Dinge. Wenn das Glücksrad in einer Lesung auftaucht, bedeutet das, dass eine Zeit mit bedeutenden Veränderungen, unerwarteten Wendungen und der Hand des Schicksals im Spiel ist. Heute ist ein Tag,
an dem du die Fließeigenschaften des Lebens annehmen, dich dem natürlichen Rhythmus der Ereignisse hingeben und auf das göttliche Timing des Universums vertrauen solltest. Die Karte Glücksrad erinnert dich daran, dass das Leben eine Reihe von Zyklen ist und dass das, was hochgeht, auch wieder runterkommt und das, was unten ist, auch wieder hochkommen muss. Nimm die Höhen und Tiefen mit Anmut an und wisse, dass Veränderungen ein fester Bestandteil der menschlichen Erfahrung sind. Heute leiten dich die Energien des Glücksrads dazu an, dich an die Wendungen des Lebens anzupassen. Nimm die Chancen an, die sich dir bieten, auch wenn sie zunächst wie Herausforderungen erscheinen. Denke daran, dass jede Drehung des Rades wertvolle Lektionen und Wachstum mit sich bringt. Denke daran, dass das Glücksrad einen Wendepunkt, einen Moment der Transformation und des Neuanfangs bedeutet. Nimm die Chancen wahr, die sich dir bieten, denn sie können der Schlüssel zum nächsten Kapitel deiner Reise sein. Vertraue auf die zyklische Natur des Lebens und die unendlichen Möglichkeiten, die es bietet. Die 7 der Schwerter verkörpert die Energie des strategischen Denkens, des Bewusstseins und der Verkörperung von Integrität. Ihr Bild zeigt eine Figur, die 5 Schwerter trägt und sich mit einem verschlagenen Gesichtsausdruck davonschleicht, was das Konzept der Täuschung, der List und der Wichtigkeit von bewussten Entscheidungen symbolisiert. Wenn die 7 der Schwerter in einer Deutung auftaucht, bedeutet das eine Zeit der Vorsicht und des strategischen Denkens. Heute ist ein Tag der Achtsamkeit, der dich dazu auffordert, die Absichten und Handlungen der Menschen um dich herum aufmerksam zu verfolgen. Es ist eine Einladung, Integrität zu kultivieren und Entscheidungen zu treffen, die mit deinen Werten übereinstimmen. Die 7 der Schwerter fordert dich auf, deinen Instinkten zu vertrauen und auf die Details zu achten. Sieh dir deine Lebensumstände und Beziehungen genauer an und achte auf mögliche Täuschungen oder Manipulationen. Wenn du dir diese erhöhte Aufmerksamkeit zu eigen machst, kannst du Situationen mit größerer Klarheit meistern und dein eigenes Wohlbefinden schützen. Die Energie der 7 der Schwerter leitet dich heute dazu an, Integrität und Authentizität zu bewahren. Sie ermutigt dich, im Einklang mit deinen Werten zu handeln und in deinen Interaktionen wahrhaftig zu sein. Sei ehrlich und transparent, auch wenn das bedeutet, dass du schwierige Entscheidungen treffen oder dich schwierigen Gesprächen stellen musst. Denke daran, dass die 7 der Schwerter eine Zeit des strategischen Denkens, des Bewusstseins und der Verkörperung von Integrität bedeutet. Mach dir diese Energie zu eigen, denn du weißt, dass du Herausforderungen mit Anmut und persönlicher Stärke meistern kannst, wenn du Achtsamkeit kultivierst, deinen Werten treu bleibst und dein Wohlbefinden schützt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teile dieses Video gerne mit deinen Freunden und deiner Familie. Hinterlasse auch gerne einen Kommentar. Bis bald!